Dritte Frage. Wenn die Bundesakademie ein Tier wäre, dann... Nein, die Frage geht gar nicht. Denn die Bundesakademie ist ganz bestimmt nicht nur ein Tier, sondern die Bundesakademie ist wie die Arche Noah, auf der ganz viele Tiere, also mindestens immer zwei von einer Sorte zusammenkommen. Denn das macht die bunte Mischung hier aus. Also nur eine Maus zu sein, wäre natürlich viel zu wenig, auch wenn die wahnsinnig wichtig ist für uns. Aber sie ist auch Elefant und sie ist Giraffe. Sie hat einen langen Hals, sie kann von oben alles angucken. Aber sie ist natürlich auch der Löwe, der mal groß losbrüllt und mal sagt, wo es lang geht, weil sie sich eben immer so an der Spitze dessen bewegt, was Kultur und Vermittlung zu tun hat. Also die Arche Noah.